Hauptplatte und wir haben unser Vlies, unser Klimavlies, ein Nagelfilz, damit wir erhebliche Energie einsparen können. Wir sehen das hier links schon und die beiden Jungs stehen auch schon bereit. Die werden das gleich mal, während wir das so ein bisschen erklären, natürlich auch anbringen und zurechtschneiden. Aber ist das denn eine Dämmung, die auch gemäß der Energieeinsparverordnung wirkt? Ja, die Energieeinsparverordnung bedienen wir da nicht direkt mit. Wir haben etwas anderen Weg gewählt. Unsere Platte ist relativ dünn, dadurch aber auch wenig Wohnraumverlust. Wir haben auch zurückgehalten, wir haben Leitfähigkeitsgruppen gewählt. Einfach deshalb, wir wollten einen großen Anwendungsbereich schaffen für den Maler, ohne große bauphysikalische Nachweise liefern zu müssen. Also bauphysikalisch unbedenkliches System. Und warum jetzt gerade Innenwände? Ja, die Innenwände bieten erhebliches Energieeinsparpotenzial. Das heißt, wenn ich die Raumluft innerhalb einer Nutzungseinheit erhöhen will, dann werde ich sehr viel Energie auch aufbringen müssen, um die Innenwände zu erwärmen. Und von der Energie kann ich einiges der Raumluft zur Verfügung stellen. Also es geht darum, die Oberflächentemperatur der Wand anzuheben. Und was hat das für Vorteile? Die Oberflächentemperatur der Wand um 2 Grad anheben, sind wir in der Lage, die Raumlufttemperatur zu senken. Heute gibt es Behaglichkeitsbereiche in der Norm geregelt. Da steht ganz klar drin, wenn ich in der Lage bin, die Oberflächentemperatur zu erhöhen, dann schaffe ich trotzdem behagliche Temperaturen, indem ich die Temperatur absenken kann. Also dann komme ich mit einer Raumlufttemperatur durchaus von 19 Grad. Wie kann ich mir das Ganze jetzt vorstellen? Das hört sich für mich jetzt sehr theoretisch an. Kann ich das auch erfahrbar machen? Das kann man auch erfahrbar machen. Wir haben unsere Wärmebildkamera hier. Das können wir mal zeigen. Wir haben an der Wand unsere Produkte. Genau, wir sehen hier unten rechts einmal die normale verputzte Wand. Dann verputzte Wand mit Raufaser. Das ist alles ohne Klimatec. Und oben dann die Klimatec-Produkte. Das heißt, wenn ich meine Hand jetzt daran halte, hoffe, die ist minimal warm, dann müsste man einen Unterschied sehen. Ich mache das einfach mal. Ganz genau. So, wie sieht es aus? Ja, vielleicht nochmal. Die Kamera war noch nicht so weit. Okay, ich mache es nochmal. So, wunderbar. Oben sieht man jetzt unsere Produkte und unten drunter die einfache massive Wand. Und jetzt kann man ganz schnell sehen, wie die Wärme unten abstrahlt, direkt wegfließt ins Mauerwerk rein und oben drüber die Wärme gehalten wird. Wir sind also in der Lage, mit unseren Produkten den Wärmeabfluss zu blockieren, temporär. Das heißt, die Wärme wird zurückgestrahlt, die komplette Wärme oder nur ein Teil der Wärme? Nein, nur ein Teil der Wärme. Es macht keinen Sinn, die speicherfähigen Massen komplett abzuschotten. Wir wollen das nur sinnvoll bedämpfen. Das heißt, wir sind in der Lage, 80% der Wärmeflüsse erstmal der Raumluft zur Verfügung zu stellen. Aber dann ist natürlich wichtig, dass weiterhin die speicherfähigen Massen auch die Wärme abbekommen. Welche Faktoren spielen denn da generell eine Rolle? Ja, generell Speicherfähigkeit, Oberflächentemperatur, die Luftfeuchtigkeit erheblich, die Raumlufttemperatur, Anheizphasen und die Windstrahlung. Anheizphasen. Hat das was damit zu tun, dass ich bei mir zu Hause gerne mal die Heizung hochdrehe, dann wieder runterdrehe? Ich kann mich da nicht so ganz entscheiden. Das dauert immer sehr, sehr lange, bis der ganze Raum warm wird. Das kostet unglaublich Energie, oder? Genau, das sind genau die Anheizphasen. Das heißt, die Temperatur runterzufahren macht sicherlich im ersten Augenblick Sinn. Aber in schlecht gedämmten Gebäuden, wo ich massive Bauteile habe, ist erheblich, diese massiven Bauteile nachher wieder aufzuheizen. Und diese Anheizphasen, das heißt wirklich von einer runtergeführten Temperatur auf eine Behaglichkeitstemperatur wieder zu kommen, diese Phasen brauchen erhebliche Energie und durch unsere Materialien sind wir in der Lage, diese Phase auf bis zu 25% zu begrenzen. Und diese Materialien wollen wir uns natürlich jetzt auch mal etwas näher anschauen. Ihr steht hier schon in den Startlöchern. Wie kann ich das verarbeiten? Brauche ich da Spezialwerkzeuge? Ist das unglaublich kompliziert? Brauche ich da vielleicht sogar eine Ausbildung zu oder ist das doch ganz einfach? Nein, das ist eine einfache Ausbildung generell, also für den Maler am Werk. Das Maler am Werk und jetzt hier zum Besteigen der Platten habe ich mal also jetzt hier ein Fortspanz ausgewählt oder ein Katalyser, mit dem ich also das Material anritze wie beim Gipskarton, welches einmal und das Material verlieren kann. Jetzt habe ich hier vorne mal eine Aussparung. Wir haben hier vorne im Bereich Fensterbank eine Aussparung, die ich jetzt mal schneiden werde, um mal zu zeigen, wie einfach es einfach geht. Gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Das dürfte dann nur eine Arbeit von Sekunden sein. Ja, und so ist es. Es geht sehr leicht rein. Und sofort hat man da Platz für die Aussparung. Dann kommt das Cuttermesser zum Einsatz. Einmal brechen. Einmal brechen. Und zack. Haben wir's.
Das ging wirklich in der Tat sehr, sehr einfach. Was hat das denn für Vorteile hier mit der Platte? Ja, die Platte hat Vorteile, sag ich mal. Sie ist sehr druckunempfindlich. Wir haben natürlich schon gesagt, die Aufbauhöhe von 2,5 cm nur, dass ich also keine Fensterbänke ausbauen muss, also mit Heizkörper, sag ich mal, keine Schwierigkeiten habe. Das Schöne ist jetzt auch bei dem Kleber. Wir haben jetzt den Kleber SR6, den wir jetzt mit einer 80 mm Zahlung aufziehen. Und das Schöne dabei ist, der Kleber ist gleichzeitig auch gespannt, was wir für die Verfolgung nachher, wenn wir die Platten aneinander setzen, was wir bei der zweiten Platte nachher zeigen werden. Schön auf unseren Platten natürlich auch noch, das sind die einzigen Platten jetzt als Innendämmung, aber mit den einzigen Platten auf dieser Basis, die übertapeziert werden später. Also die werden übertapeziert, ich habe also keine Probleme dabei, ich baue die einfach ein, tapeziere über und gut ist. Es gibt ja Platten im System, sag mal, die nur gestrichen werden dürfen, mit einer mineralischen Farbe. Das Problem haben wir hier nicht, sag mal, die Platten werden tapeziert. Wir empfehlen natürlich dafür, sag ich mal, ein Vlies zu nehmen, Raufvlies oder Vliesfaser, was hochziehbar ist, um nachher, sag ich mal, bei einer Nachrenovierung den Untergrund zu zerstören. Das hört sich gut an. Wir werden uns das jetzt mal noch ein bisschen anschauen, wie er da den Rest anbringt. Und gleich gucken wir uns auch mal an, was man machen kann, wenn man dann zum Beispiel eine Steckdose hat oder auch einen Lichtschalter, wie man da umgeht. Das werden wir dann bei der nächsten Platte mal machen. In der Zwischenzeit noch mal eine kleine Frage. Wie sieht das denn aus Innendämmung? Da kommt mir ja das Wort Taupunkt in den Kopf. Ist das ein Problem? Ja, die Innendämmung hat im Grunde einen sehr schlechten Ruf, also zumindest die letzten Jahre. Das ist bei Weitem heute nicht mehr so. Für Innendämmung gibt es moderne Rechenverfahren, instationäre Rechenverfahren, also wirklich gute Programme, mit denen man das alles berechnen kann. Unsere Produkte kommen neu hinzu, die sind sehr dünn und von den Lambda-Werten sehr zurückhaltend, dass bei uns gar keine Taupunktprobleme entstehen. Dann noch eine zweite Geschichte, was ist denn mit Schimmel? Also Schimmel kann ja sehr hartnäckig sein, kann Klimatik da präventiv wirken? Ja, absolut, sogar saniert, also mit unseren Platten kann man auch Schimmelprobleme sanieren. Nichtsdestotrotz, erstmal muss die Ursache erkannt werden und dann die Ursache beseitigen und dann kann man mit unserem System da arbeiten. Bei uns liegt der Fokus auf Anhebung der Oberflächentemperatur und je höher die Oberflächentemperatur, desto weniger hat der Schimmel eben eine Chance. Wunderbar. Ihr seid auch schon so weit, das ging ja sehr, sehr fix. Was hast du jetzt vor? Ich habe jetzt vor, die Aussparung von der Steckdose, sag mal, mit dem Lochkreissäge, sag mal, jetzt, oder mit der Lochsäge, sag mal, auszusägen, um zu zeigen, wie einfach das einfach geht. Ja, dann wunderbar, dann machen wir das doch mal. Das geht wirklich in der Tat einfach, genauso einfach, wie das vorhin mit der Aussparung für die Fensterbank war. Da kommt jetzt dann auch wieder der Systemkleber drauf und ab geht's an die Wand. Dann kann ich also insgesamt festhalten, mit Klimatec werden die Räume schneller warm und dabei sparen wir Energie. Wenn wir Energie sparen, sparen wir also auch Kosten. Ganz genau, das ist unser Effekt. Wir können Räume schneller und mit geringerem Energieaufwand beheizen und das spart natürlich auch eine Kosten. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zu Klimatec, können Sie natürlich gerne zu uns auf den Stand kommen. Wir haben wunderbare Mitarbeiter, die Ihnen das gerne nochmal erklären. Prospekte haben wir auch. Sie können sich gerne nochmal zu Ende anschauen, wie der Kollege jetzt hier, nachdem die Aussparung für die Steckdose gesägt worden ist, beziehungsweise der Säge rausgemacht worden ist, an die Wand bringt. Und dann hoffe ich, dass Sie in einer Stunde auch wieder bei uns am Stand sind. Dann werden wir nämlich einen Tapezierwettbewerb haben. Und da können Sie nicht nur zuschauen, sondern auch beim nächsten Mal selber mit.